Willkommen zurück zu einer neuen energiegeladenen Folge Assassin's Creed Valhallalalalal. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die wundersamen, wunderbaren Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Gewinnspiel ist natürlich immer noch on point für viele hundert Jahre, denn dieses Spiel geht ewig. Dafür einfach nur bewerten und kommentieren. Der Außenposten von Wenlokan. Wenn ich den Nachschub stehle, sind die Bretonen geschwächt und werden Frieden wollen. Was ist das hier für ein Dude? Bam! Erstmal schön hier eins auf die Nase gegeben. Ja, fürs Gewinnspiel bewerten und kommentieren. Dauert nicht lange, geht ganz easy. Macht Spaß! Hoffe ich zumindest. Das endet halt dann, wenn wir das Spiel hier durchgespielt haben, aber irgendwie... Ja... Also wer da bis zum Schluss dran bleibt, der hat das auf jeden Fall echt verdient. Das bekommen nur die ultra krassen, ultra treuen Fans. Der hat das Spiel mehr als verdient. So, einmal hier hin. Das Projekt, das niemals enden wird. Autsch, hat er mich noch getroffen. Kumpel. Hättest du auch hier bleiben können, ne? Ich komme extra hoch. Boah, die hasse ich am meisten. Das sind echt die schlimmsten. Wow, wow. Ich spring erstmal schön daneben. So, den hätten wir. Der König des Dodgens. Aber gegen meine Superklinge hast du keine Chance. Gegen die machst du gar nichts, Kumpel. Die sind einfach too strong. Du, Däne, hol mich aus diesem verfluchten Hühnerstall. Naja, ich rette dich, keine Panik. Wird. Viel besser als jeder Nachschub. Ich gebe dir die Freiheit. Wirst du für diesen Schier kämpfen? Natürlich. Oder sie verpieseln sich und wir sehen sie nie wieder. Weiß man ja nie. Hallo. Ach, wieder so ein Schneller, ha? Huh? Bringt nur irgendwie leider nichts. Das bringt nur irgendwie leider alles nichts. Warte, hier oben ist Loot. Naja, wenn der Loot schon mal direkt da oben ist, dann nehmen wir den natürlich auch mit. Alles klar. Der kleine Mann da unten ist komplett am Durchdrehen. So, warte mal, hier ist Rüstung. Wo ist jetzt mein Loot? Wo ist mein Loot? Genau hier. Ah. Huh. Okay, dafür müsste ich hier ran. Hier hoch, dann auf den Ast und dann komme ich, glaube ich, dahin. Ist mal wieder gut versteckt. Komme ich hier nicht auch ran? Na gut, der will erst irgendwie hier hin. Warte mal, aber der Ast trägt mich, oder? Wow. Alles klar, er macht direkt hier den nächsten Step. Nice. Was alles für so ein Klumpen. Moment, das war's noch gar nicht. Warte, wo ist der Schatz? Unter mir. Huh. Spring ich mal hier rein. Ich bin ein wenig verwirrt. Er soll genau hier sein. Na gut, gehen wir erstmal hier lang. Da hätten wir noch ein bisschen Zeug. Vorräte. Vorräte sind immer gut. So, bitteschön. Da vorne ist noch eine große, dicke Kiste. Die nehmen wir auch noch mit. Ein Helm. Einen neuen Helm. Reichtümer.
Okay, im Land der Wookies. Jetzt müssen wir hier nach oben. Können wir das nicht? Okay, hier ist noch eine Wache. Die töten wir mal ganz schnell. Gern geschehen. Wait a moment. Wir müssen hier rum. Mann, ist das alles verwinkelt und verwirrend. Ach, der hier. Der hier war der Schatz. Und ich habe nach einer Kiste gesucht. So, hier wieder hin. Jetzt hier nach oben. Ich sag ja, sehr verwinkelt. Die Bude hier. So, da müssen wir hin. Aber es gibt hier noch Gefangene anscheinend. Und super viele Truhen. Oh, eine Rune. Endlich mal wieder eine kleine Rune. So. Warte. Hier hin. Ist das die letzte? Endlich. Erledigt. Nun zu Eva und Chilbert in Westbrook, ehe Eva noch mehr Unheil anrichtet. Oh ja. Oh ja. Da sollten wir uns definitiv beeilen. Aber ich wollte eigentlich noch hier unten das Kloster abplündern. Der blutige Weg zum Frieden. Das klingt nach Eva. Hier! Westbruch liegt an der Straße westlich in der Hügeltor-Überreste. Ah, warte mal, wir wollen das hier noch wegplündern. Aber wenn ich schon mal hier bin, dachte ich mir, yo, hauen wir weg. Oh, guck mal, hier drüben sind auch Überreste. Das könnte sogar... könnte sogar passen. Alles klar, Mannschaft. Hier. So, ihr Ratten. Bereit zu plündern? Bereit fürs Blutvergießen? Will ich aber auch meinen. Oh, da war meine Katze. Oh, wie süß. Wie super süß. So, dann heben wir mal die Bude hier aus. Und lang mal rein. Ich wette, diese Priester die haben ordentlich selber, Freunde. Ordentlich selber. Guck mal hier, zack. Kleiner Boy. Zack, hier nochmal einen gegeben. Und dann haben wir ihn doch. Übel. Alter, Alter. What? Ja, jedes Mal denke ich mir so, es geht doch noch ein bisschen krasser, ne? Es geht doch noch ein bisschen krasser. Eber, du Tier, du. Du gehörst mir. Du Tier. Nein. Nein. Oh nein. Ich hab den Balken getroffen. Ein winzig klein, ne? Trotzdem eiskalt dagegen geschossen. So, Glocke down. Ich brauche Unterstützung. Oi. Hier ist gute Beute dabei. Ja, hier ist einiges dabei. Hässliches Weib. Komm, mach auf die Bude. Hey, hilf mir hier drüben mal. Rohmaterialien. Yes. Komm schon.
Sehr gut. Sehr gut. Ich töte dich. Passt das? Greif an! Verlieren wir keine Zeit. Nee, oder? Direkt zum Schiff! Echt? Das war's schon? Alter, der Kill war auch bösartig. Der Kill war auch sehr, sehr bösartig. So, dann müssen wir hier rüber, nehmen wir das Schiff. Aber kommt nicht irgendwie sowas immer wie Plünderei vorbei? Oder kam das schon? Habe ich es wieder übersehen? Weil ich mich schon aufs nächste Ziel konzentriert habe. Und dicker Fisch. So, bringt mich mal rüber, Jungs, Mädels. Das wäre sehr nett. Very friendly. Okay, es war aber echt eine schnelle Tour hier. Wartet mal. Zeig es mir. Zeig es mir. Die Musik ist ja mal mega. Oh, hier unten gibt es einen kleinen Schatz. Segel runter! Segel nieder! Lass mich mal da rein. Okay, schauen wir mal. Was ist da unten? Okay. Hier kann ich irgendwas plündern. Ist das eine Maske? Ja. Ein römisches Artefakt habe ich hier noch gefunden. Und eine kleine Truhe. Jede Menge Erz. Ist das da drüben ein Bär? Das war ein Bär. Oh, da ist die Mutti. Mama Bär. Das war Mama Bär. So, gib mir mal hier noch meine Sachen. Bärenfell. Dankeschön. So. Hügeltor-Überrest. Ist das hier Hügeltor? Überblicke das Land, Freundin. Iva wartet nahe dem nordöstlichen Eingang von Westerbru. Wo ist denn hier Westerbru? Okay, ich glaube, jetzt habe ich es endlich gefunden. Mann, das war ja wirklich super versteckt. Und zwar ganz hier hinten in der Ecke. Da irgendwo muss der sein. Ich musste halt erstmal wirklich die Gegend synchronisieren, weil ich überhaupt gar keinen Anhaltspunkt hatte. Ich wusste nicht, wo Iva stecken soll. Ja, es war echt schwierig zu sagen. Jetzt machen wir hier mal eine Nebenmission. Die liegt nämlich interessanterweise auf dem Weg. Ah, komm. Komm schon her. Du alte Misthöhle. Dann reiten wir mal da drüben hin. Und schauen mal, ob wir den finden. Das war ja eben gerade wirklich eine derbe Sucherei. Eine richtig derbe Sucherei. Oh, was ist das hier? Oh nein, oh, das Schlimmste überhaupt, das Schlimmste überhaupt. Warum, Spiel, warum? Hier, so glaube ich, haben die Nephilim heilige Steine niedergelegt, um die Gaben Gottes vor anderen Riesen zu bewahren. Die, die da waren, ängstigten sich vor den Dämonen und Gott beschützte die Frommen und schickte die Riesen hinfort. Einzig der heilige Nachhall verblieb. Die Arbeit guter Seelen, die unser Erdenreich im Herzen tragen, wird durch diese Pforte in alle Ewigkeit mit unseren Ahnen und unserem Herrn verbunden sein.
So, wir alle kennen das. Wir alle kennen das. Oh mein Gott. Oh, ich hasse diese Dinger. Okay, hier bin ich wahrscheinlich schon wieder zu weit weg. Ha. Okay, hier sind Sachen. Hier bin ich auch schon wieder zu weit weg. Ja, aber von wo soll man die denn verbinden? Kann ich hier hoch? Kann man das irgendwie von oben besser sehen? Okay, das wird am Ende so eine komische Schlaufe. Aber ich gehe mal hier hoch. Ich glaube, von irgendeiner Säule kann man es bestimmt erkennen. Könnte ich mir echt gut vorstellen. Ah, aber hier nicht. Warte mal, was ist, wenn wir da zum Wasserfall hochgehen? Weil da oben ist ja auch noch ein Stückchen. Lass mal hier hoch. Gucken, was wir von da sehen. Ja, das wird's sein. So. Ja, ich weiß nicht, diese Rätsel. Merkwürdige Kräfte durchfließen diesen Ort. Die sind schon was ganz Besonderes. Achtung! Autsch. Okay, jetzt gehen wir hier hin. Schauen wir, ob wir ihn finden. Mist, ich hätte oben bleiben können. Naja. Ich dachte, das wäre irgendwo da unten. Was ist irgendwo da oben? Aber hier müssen wir auf jeden Fall zu Fuß durch, weil Wulfi, wie wir alle wissen, nicht unbedingt der athletischste unter uns ist. So, da hinten habe ich sie gesehen. Da irgendwo in die Richtung. Ich dachte eben, was ist das da, weil das so weiß aussah. Alles klar, wir gehen straight drauf zu. Eva, du Hund, ewig weit weg. Riesensucherei. Riechst du das, Cheolbert? Das ist Eva und Cheolbert. Ein leichter Duft von Gras? Nein, die Luft riecht nach fernem Gewitter. Thor ist mit uns. Eva, Cheolbert. Hey, Evo. Ich erzählte dem Etheling gerade, dass Thor heute mit uns ist. Der Sieg ist uns sicher. Also, wie lautet dein Plan? In diesem Nest hat Ynir das Kommando. Also zeigen wir den Leuten mal, was passiert, wenn sich ein Dorf den Bretonen beugt. Wir legen es in Schutt und Asche und schneiden Ynir die Kehle durch. Oder, mein Junge? Ich will aufrecht kämpfen, nicht grausam. Das Aufschlitzen von Kehlen überlasse ich dir. Die Flammen werden Rodris Herz für den Frieden erwärmen. Ynir ist nicht so wichtig. Frieden ist was für Säuglinge, aber wie du meinst. Oh, mein Blut kocht. Lasst uns angreifen und eine Spur blutiger Asche hinterlassen. Wenn wir leise vorgehen, gewinnen wir mehr Zeit. Pah, ich ziehe Raserei und Gebrüll vor, aber wie du meinst. Na komm. Dann brennen wir alles nieder. Wir lassen keinen Stein auf dem anderen. Komm, Cheolbert, der Kampf geht los. Lass die sächsischen Bewohner fliehen, Eva. Nur die Bretonen verdienen unseren Zorn. Thor donnert für uns. Wir sind zu dritt. Gesicht verdecken. Krass. Aber hey, am Ende hätten wir eh rumgemetzelt. So gesehen. So gesehen. Also alles niederbrennen, das alte Spiel.
Okay, das kann ich gut. Das kann ich gut. Im Niederbrennen bin ich richtig gut. Hey, wollt ihr auch ein bisschen brennen, Jungs? Ah, Cheolbert hat schon die Fackel draußen. What? Was war das eben gerade für ein Quickshot? Es fließt schon jede Menge. Ich nasche hier mal ein bisschen aus dem Pot. Und dann lassen wir burnen. Okay, brennt. Brennt. Das Lager hier auch noch niederbrennen? Ich weiß ja nicht. Brennt anscheinend nicht. Macht irgendwie keinen Sinn, aber so ist das eben. Der gute alte Bogen. Help! 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 Flüger, help! Geht uns einfach aus dem Weg und alles ist gut. Irgendwer würde diese Bretonen von hier vertreiben. Einfach aus dem Weg gehen. Schon geschieht euch nichts. Aber wirklich Defense haben die nicht, ne? Also. Aber die Hunde lassen wir am Leben. Niemand tut dem Hundi was. Der Hundi steht unter meinem Schutz. Und brennt's? Jo. Der Krieg nimmt kein Ende. Moin. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Da bedienen wir uns mal. Hab gehört, ihr wollt unbedingt sterben. Wunsch geht in Erfüllung. Okay, was muss denn hier noch alles brennen? Es brennt doch schon genug, oder nicht? Ups, das wollte ich gar nicht. Okay, jetzt brennt das Ding. Davor dachte ich, es würde nicht brennen. Jetzt brennt es richtig derbe. Komm schon, da hinten noch eine Hütte. Plündern und brandschatzen. Je mehr Soldaten ich hier erledige, desto weniger Männer hat Rodri. Das stimmt. Wir sind ganz schön robust. Die wollen es irgendwie wissen. Viel zu leicht. Autsch. Ist halt bitter, ne? Evo, da kommt Ünir. Aufgewühlt wie die See im Winter. Du machst einen Fehler. Will er ihn wirklich schlachten? So, nächster Down. Wo ist er denn hier, der alte Ünir? Ünir. Wo bist du? Ich will dich schlachten, Ünir. Boah, nice, ne? Brachial. Sehr brachial. Okay, er ist irgendwo da hinten. Der alte Pisspot kommt nicht in die Pötte. Alter, das ist ein Riese. Was ist das für ein riesiger Dude? Sie sind im Lager! Ich füttere deine Eier an die Hühner, Ünir! Iva! Du hast an der Küste von Ünismund verloren! Hier verlierst du auch! Sieht nicht so aus! Ist hart auf die Fresse! Gleich fließt Blut! Hab ich ihn gerade enthauptet? Schrecklicher Brieftod. Ich kämpfe, das schwöre ich. Okay, okay, er ist tot. Das waren alle. Dann sehen wir uns unsere Handarbeit mal näher. Normalerweise spiele ich den Unhöflichen. Er ist tot. Beruhig dich mal, Iva. Du alter Psycho. Okay, Cheolbert, wo bist du? Bei Tor. Ich beginne von vorn. Ah, das waren alle.
Dann sehen wir uns unsere Handarbeit mal näher an, Cheolbert. Komm, Evo! Hast du Cheolbert kämpfen sehen? Der besteht nur noch aus Eiern. Ich bin dankbar für den Sieg und bitte um Vergebung für die Toten. Oh, Cheolbert, dein Gott langweilt mich zu Tode. Lach doch mal, wir haben gesiegt. Und ich hatte keine Freude dabei, Ivar. Evo und ich sind hierfür gemacht, Bursche. Schwertgesang, Blutnebel, zermalmte Knochen und zerborstene Zähne. War das genug Blut für dich, Ivar? Wir haben genug vergossen, um Fenrirs Durst zu stillen. Und das reicht dir? Cheolbert, was hältst du von alledem? Bist du zufrieden mit unserem Sieg? Ich denke schon. Ich muss so schnell wie möglich über Rodri Bescheid wissen. Was hat er jetzt vor? Er wird die Flammen sehen und wissen, dass Westbuch zerstört wurde. Diese Eiterbeule meint, nur ein Drache könnte ihn bezwingen. Das wird sich schon bald zeigen. Wir wollen Frieden, Ivar, nicht Rache. Wenn du das nicht gutheißen kannst, geh zurück nach Heopedon. Du kennst Rodri nicht wie ich, Eivor. Du weißt nicht, was für eine verlogene Ratte er sein kann. Genug Gerede vom Töten. Ich brauche einen Moment Ruhe. Du brauchst Met. Nein, Ivar. Richtige Ruhe. Ein Spaziergang im Wald, um durchzuatmen. Oder angeln. Würdet ihr mit mir angeln gehen? Angeln? Willst du deinen Wurm in eine warme Pfütze tunken, ja? In der Nähe gibt es einen kleinen Teich. Kommt ihr mit? Nutzen wir alle den Moment, um unser Blut abzukühlen. Gleich hier drüben. Ich verstehe Angeln nicht. Wo bleibt der Nervenkitzel? Ein Fisch hat keine Chance, mich zu töten. Angeln. Erst so ein kleines Blutbad und dann angeln. Naja, warum nicht? Wer es braucht, der soll's kriegen. Hier ist eine gute Stelle. Lasst uns Aale angeln. Djolaf liebt Nesselsuppe mit frisch gefangenen Aalen. Ich angle nicht. Macht, was ihr wollt. Boah, Aale könnte ich echt noch brauchen, du. Aale wären noch ganz nice. Gib mir mal hier die Angel. Na, ich... Angeln. Dankeschön. Sieh an, so viel leckerer Fisch. So, Cheolbert, na, wie läuft's? Da beißt einer an. Sieh ihn raus. So, den brauche ich nämlich für eine Quest. Immer noch. Wenn der überhaupt zählt, keine Ahnung. Komm schon. Da habe ich ihn doch. Gut gemacht, Eivor. Ein Aal. Ein Aal, oha. Put, 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 put. Oh. Da beißt einer an. Sieh ihn raus. Bin dran. Wie viele brauchen wir denn von denen? Ein sehr aalreiches Let's Play, wenn du mich fragst. Noch ein Aal. Das reicht schon fast für eine Suppe. Ja, aber leider nur fast. So, zimmer ich mal hier noch einen hin. Oh, da drüben ist sogar noch ein Schatz. Und du hast noch keinen einzigen gefangen. Ah, Mann, du bist echt ein mieser Angler. Ivar? Ivar ist weg. Ja, komm schon. Echt jetzt? Da beißt keiner mehr an? Da beißt keiner mehr an. Okay, hol mal zurück das Ding. Leute, ich würde sagen, das ist eigentlich auch ein perfekter Moment, einen kleinen Break zu machen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, dann wird weiter geangelt. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss!